Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass nach langer Zeit ich ausnahmsweise mal wieder einen positiven Redebeitrag von einem Nicht-AfDler vermelden kann. Jan Fleischhauer hat die Dauerhetze im Öffentlich-Rechtlichen ansatzweise demaskiert. Hier der Redebeitrag. Im Mund geführt haben, war Umvolkung. Wir müssen etwas tun gegen die Umvolkung. Die Umvolkung ist wiederum ein rhetorischer Standardbegriff in weiten Kreisen der AfD, was wiederum einige Beobachter dazu gebracht hat, zu sagen, das, was da an politischer Rhetorik passiert, hat eine Auswirkung, die in Gewalt umschlagen kann. Ist das ganz falsch? Nö, kann. Also die Leute lesen sich ja alles Mögliche so an. Findet man ja auch bei diesem Breivik, diesem norwegischen Attentäter, der hat sich dann von Amerika bis Frankreich und Deutschland alles Mögliche in seine Manifeste geschrieben. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, sozusagen, wenn man so auf Fährtenlese geht und sagt, guck mal, da hat er so einen Begriff und dann ja letztlich versucht, einem Politiker oder einer Partei das zur Last zu legen, weil eben irgendwelche Irren sich jetzt darauf berufen. Das haben wir andersrum auch schon mal gemacht in den 70er Jahren, wo dann sozusagen jeder linke Autor verhaftet wurde, wenn die RAF irgendwelche Pamphlete rausgegeben hat, nachdem sie, oder Bekennerschreiben, nachdem sie Politiker erschossen hat. Ich glaube, da kommen wir auch auf eine ziemlich schiefe Ebene. Also das, was die AfD sagt, können wir uns ja erstmal damit befassen, das reicht doch schon. Naja, und dann, dass die Diskurse so ein bisschen, die Leute die Kontenance verlieren und die Gelassenheit, das gilt ja nun auch nicht nur für die AfD. Also ich habe das eine Beispiel genannt von Elmar Brok, der über die missliebigen Rechten in der CDU sagt, das ist ein Krebsgeschwür. Auf Deutsch, die muss man ausmerzen. Oder jetzt in dem Zusammenhang mit Thüringen. Ja, aber ich meine, wenn CDU-Präsidium läuft dann nicht los und bewaffnet sich mit Äxten und Morgensternen. Ja, das tut die AfD aber auch, glaube ich, noch nicht. Oder? Nein, aber wenn natürlich jemand wie Herr Höcke auf einer Pegida-Demo sagt, wir müssen irgendwie, die Politik ist ein Kampf, wir müssen irgendwie die Verhältnisse wieder vom Kopf auf die Füße stellen und die herrschende Klasse besiegen und die Altparteien besiegen. Und, das war jetzt am Montag. Das war jetzt gerade am Montag. Und also ich meine, um es klar zu sagen, also Herr Höcke hat nie explizit zur Gewalt aufgerufen, aber natürlich fällt das vor diesem Publikum, fällt das doch da auf eine, trifft auf eine Lebenshaltung, die genau das ja auch befürchtet. Das weckt ja auch Ängste und das schürt ja auch die Wut bei diesen Leuten. Also wenn man wie ich in den 70er Jahren politisiert ist und schon mal auch so bestimmte Erregungswellen mitgemacht hat, ich empfehle allen, sich mal anzugucken, zum Beispiel Reden von Rudi Dutschke. 67, 68 gibt ein langes Gespräch mit Herrn Gauß. Wenn Sie da zum Teil Sätze nehmen und den Leuten heute vorlegen und sagen, sag mal, wer hat denn das gesagt, Herr Höcke oder Herr Dutschke, dann wissen die Leute nicht mehr. Also genau. Aber müssen Sie es wissen, Frau Schulz ist geboren 1990, das heißt, sie war bei Dutschkes Reden nicht anders als Sie noch nicht dabei. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, aber das ist also mal keine Spezialität der Rechten, jedenfalls davon zu sprechen, dass man das System umwälzt. Aber dann müssen Sie sich jetzt schon entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Also wenn Sie es bei Herrn Dutschke kritisieren, müssen Sie es doch bei Herrn Höcke erst recht kritisieren. Kritisiere ich auch, das war nicht unser Punkt. Die Frage aber war, wird dieses lose Reden dazu führen, dass diese Leute anfangen, sich zu bewaffnen? Ja, sieht man ja. Sie glauben nicht, Frau Schulz, was glauben Sie? Was ist hier passiert? Die Öffentlich-Rechtlichen probieren, eine Themenlenkung zu betreiben. Sie greifen aus einer sehr langen Rede von Höcke, greifen Sie bestimmte Aspekte heraus, wo Sie einen negativen Interpretationsspielraum sehen. Sie nehmen dann dieses bisschen von der Rede, nutzen Ihren Interpretationsspielraum, den Sie sehen, möglichst negativ aus und täuschen dadurch ein falsches Bild vor, indem sie Höcke als Unmensch, als Nazi darstellen normalerweise. Oder so ist es ja bei jedem anderen AfD-Politiker. Und so wird es ja in dieser Sendung auch gemacht. Am Mann schwurbelt irgendwie von irgendwelchen Vokabeln, die ja angeblich zu Gewalt verleiten würden, was absurd ist. Was macht Fleischhauer hier? Er macht genau das Gegenteil. Er entzerrt. Er bringt das Beispiel mit Dutschke ins Spiel. Lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass andere Leute auch nicht immer hundertprozentig korrekt formuliert haben und dass sie trotzdem keine Teufel sind, keine Massenmörder, keine Dämonen. Die Öffentlich-Rechtlichen und Leute wie Ammann, sie verbreiten ja eine Pogromstimmung. Der Kommentator Langnasenaffe hat von seinem Onkel erzählt, der am liebsten jeden AfDler auf der Straße erschießen wolle. Und ich habe solch eine Stimmung bei mir im Sportverein auch schon erlebt. Es ist wirklich sehr schlimm und sehr ernst zu nehmen.
wir können diese Talksendungen nicht ertragen. Aber in diesen Talksendungen und beständig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird ein Bild von der AfD gezeichnet, das sie wirklich als vollkommene Dämonen hinstellt, als Unmenschen, als Nazis. Es wird, man kann es nicht anders sagen, es wird eine Pogromstimmung gegen die AfD jetzt schon angeheizt. Sie sagen natürlich, nein, wir wenden keine Gewalt an. Wir sind friedlich. Wir sind natürlich nicht für Gewalt. Wir sind gegen Gewalt. Das sagen sie. Aber die Logik, die sich aus ihren Darstellungen ergibt, entspricht dem nicht. Und das spielt keine Rolle, dass sie dann sagen, sie sind gegen Gewalt und natürlich sind das nicht ihre Methoden. Weil die Logik ist eben, wenn man dem Mensch das Menschsein abspricht, dann gibt man ihn zum Abschuss frei. Auf lange Sicht. Das ist einfach so. Und das wissen diese Leute auch. Erst werden die Leute schlecht gemacht und die Hemmungen, die werden dann auch fallen. Dann kommen irgendwelche Notmaßnahmen, ja, man muss ja das und das tun. Man muss ja die Demokratie und die AfD so und so einschränken, um die Demokratie zu retten. Diese ganzen Einschränkungsmaßnahmen, die kommen dann. Oder man muss im Polizeidienst aufpassen, dass kein AfDler da ist, um die Demokratie zu schützen. Diese ganzen Einschränkungen, sie kommen dann so nach und nach und ergeben sich aus der Logik, die die Öffentlich-Rechtlichen den Leuten eintrichtern. Oder auch ein Verfassungsschutz wird dann wahrscheinlich irgendwie ein Urteil abgeben, dass die AfD verbietenswert ist, und dann werden vielleicht über kurz oder lang dürfen dann AfD-Inhalte werden dann auf YouTube gesperrt, weil dann beruft sich YouTube darauf dann, dass ja der Verfassungsschutz gesagt hat, die AfD wäre eine undemokratische Partei. Und so wird dann die AfD systematisch ausgegrenzt und kann dann noch leichter verleumdet werden. Und das ist dann eine Eskalationsspirale, die sich immer weiter hochdreht, und die Leute haben dann ihr Alibi, um aggressiv sein zu können. Ja, die AfDler sind der Teufel. Dann spielen die Öffentlich-Rechtlichen sich auf und sagen, ja, wir sind doch gegen Gewalt, haben wir doch immer gesagt. Aber wir können halt die Leute nicht stoppen, wenn die Leute so sauer auf die AfD sind. Da können wir ja nichts dafür. Wir können sie dann von der Gewalt nicht abhalten. So ist diese Logik. Und dieser Logik wirkt Fleischauer hier genau entgegen. Indem er entzerrt. Indem er eine Themenlenkung betreibt. Die AfD entdämonisiert. Es reicht völlig, er muss sie gar nicht direkt verteidigen. Es reicht völlig, wenn er hier sagt, andere haben das auch gemacht. Er lenkt die Aufmerksamkeit dann darauf. Dann macht es, die Öffentlich-Rechtlichen wollen ja die AfD als Dämonen hinstellen. Und dann geht das nicht mehr so leicht. Und dann muss er die AfD gar nicht verteidigen. Man kann gespannt sein, ob die Öffentlich-Rechtlichen verstanden haben, was Fleischauer hier gemacht haben und die Verantwortlichen. Wenn das so ist, dann wird man Fleischauer wahrscheinlich sobald nicht mehr in Talkshows sehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es ist aber auch so, dass die Talk-Formate sind unterschiedlich, habe ich gemerkt. Ich habe ja letzte Woche mir diese Talk-Sendungen alle angeguckt. Mir sind schon Unterschiede aufgefallen. Also Anne Will und Frank Plasberg, sie sind besonders hetzerisch. Das ist mir aufgefallen. Dagegen stehen Lanz ist auch sehr hetzerisch, aber Maischberger und Illner stehen dem hinten an. Natürlich, Maischberger hat ja auch gehetzt, aber es ist nicht so krass wie bei Hart oder Aber Fair und Anne Will. Dort ist es einfach die Methoden bei Anne Will. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht, da wurde Alice Weidel leiser gepegelt, und ich glaube, sowas würde man jetzt bei Maischberger oder Illner noch nicht machen. Also ich glaube, Anne Will ist eine Sadistin, die mag sowas auch. Also da sind einfach noch Unterschiede da. Sie haben da einen gewissen Spielraum. Bei der Gästewahl vielleicht auch ein bisschen. Wobei natürlich auch klar ist, man sieht es ja, wie wenig AfD-Leute eingeladen werden. Das wird natürlich auch von oben vorgegeben, inwieweit da ein AfD-Gast kommen darf. Aber ein Fleischhauer, glaube ich, ein Jan Fleischhauer wäre bei Anne Will oder bei Plasberg nicht eingeladen worden. Also also Plasberg und Anne Will, das war ja wirklich ein Witz. Die waren sich ja so einig, das war ja wirklich ein Scherz. Man kann nur hoffen, dass sie bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie nicht verstanden haben, wie starkes Gegenframing Jan Fleischhauer gegenüber ihr Anliegen betrieben hat. Man dürfte das eigentlich gar nicht öffentlich sagen. Ich dürfte jetzt
Jan Fleischauer gar nicht so in Schutz nehmen, um nicht dafür zu sorgen, dass Leute mein Video sehen und ihn dann nicht mehr einladen, wenn sie nicht selbst es gemerkt haben. Aber ich glaube, mein Kanal ist noch so klein. Ich glaube nicht, dass irgendein Öffentlich-Rechtlicher oder irgendwelche Leute, dass das da einen Einfluss drauf hat. Aber ich glaube, wenn bei größeren YouTubern wäre das vielleicht schon der Fall. Tja, leider hören halt hier die ganzen Linksradikalen mit. Man muss vielleicht auch ein Netzwerk untereinander aufbauen, wo nur Leute rein können, die sauber sind, sag ich mal. Aber man muss immer vorsichtig sein. Man hat es ja auch gemerkt bei dieser einen Frau, die in der AfD eingetreten ist und dann hat sie probiert, Kasse zu machen mit einem Buch, ich weiß gar nicht ihren Namen. Also man ist ja nie sicher. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.